Und dann habe ich ja unsere beiden Mädels hier vorne aus mit Pompfeln beobachtet, wo sie auf Toilette gegangen sind. Es hat ja bald eine halbe Stunde gedauert. Ihr kennt das Problem von Frauen. Frauen müssen sich beim Pinkeln immer noch hinsetzen. Und damit auch Frauen endlich mal im Stehen pinkeln können, gibt es jetzt eine super Erfindung. Wie die funktioniert und wie das Ganze vor allen Dingen aussieht. Guckt bitte mal auf unsere Monitor, ich zeig's euch mal. Also Bild und Ton, kommen Leute, hört einfach mal ein bisschen zu. Traum, arbeitslos und überflüssig. Sie sind nur halbe Menschen, denn sie haben keinen Penis. Aber was Frauen in der Hose fehlt, hat Gott ihnen in den Fingern gegeben. Sie sind handwerklich nicht unbegabt. Und so ist es einer Frau nach 6000 Jahren Bastelgeschichte erstmals gelungen, einen Papierpenis im Maßstab 1:4 nachzufalten. Im ausgemergelten Gesicht der Bastelkönigin steht deutlich die Freude, als erste Frau endlich auch mal was für die Evolution getan zu haben. Nicht ohne Stolz demonstriert sie, wie man mit Hilfe des Papierpenises nicht mehr für eine dumme, ordinäre Frau gehalten wird, sondern von einem kultivierten, gebildeten Mann kaum mehr zu unterscheiden ist. Dank des Papierpenises hat sie mit einmaligen Wohnungen viel Geld und eine wunderschöne Wohnung. Und wenn es in weiteren 6000 Jahren einer anderen Frau gelingt, ein Papierhirn zu falten, werden Frauen vielleicht auch noch begreifen, dass man im Wohnzimmer nicht in Weizengläser pinkelt. Wie es funktioniert, wisst ihr jetzt, aber wir haben diese Tüten auch da. Wenn es Frauen gibt, die es mal zu Hause ausprobieren möchten, sagt bitte Bescheid, ich werde mal rumlaufen und durchfragen. Dann könnt ihr die umsonst mitnehmen und es zu Hause mal ausprobieren. Mann aus Make-Pom, zur Zeit der Vogelgrippe solltest du lieber am Sitzen pinkeln, weil so einen alten Vogel sollte man nicht mehr anfassen.